Im MMA, im Mixed Martial Arts, ist der Münchner Mohamed Momo Trabelsi schon lange kein kleines Talent mehr. Nein, er mischt richtig oben mit und er verfolgt nach wie vor seinen großen Traum. Gleich ist er bei uns in der Sendung. Vorher wollen wir ihn den Sportler schon mal ein bisschen vorstellen. Mohamed Sadok Trabelsi ist einer der härtesten Kämpfer Münchens. Und gleichzeitig ist der MMA-Profi einer der nettesten Kerle der Stadt. Sein Können teilt er gern, wie hier bei einem Trainingsbesuch beim TSV 1860. Sein Talent hat Momo bereits früh gezeigt, als er mit 14 Jahren mit dem Mixed Martial Arts begann. Mittlerweile ist er 23 und hat bereits 16 MMA-Duelle bei den Amateuren und den Profis ausgetragen. 13 Mal war er siegreich. Seinen nächsten Kampf bestreitet Mohamed Trabelsi am 12. Oktober in Hamburg. Dort steigt er bei den German MMA Championship, einer der bedeutendsten MMA-Serien in Deutschland, ins achteckige Cage. Sein Gegner ist der 9 Jahre ältere Sascha Sharma, der von 19 Profikämpfen 14 gewonnen hat. Mohamed Trabelsi ist das Aushängeschild seines Gyms Munich MMA. Und er ist ein Münchner Junge, der den Weg mal wieder hier in die Sportarena gefunden hat. Momo, herzlich willkommen. Hat auch ein bisschen gedauert, dass du mal wieder vorbeigeguckt hast. Was war denn los? Was hast dich rumgetrieben in der Welt? Ja, ich bin halt ein bisschen rumgereist, weil ich keine Kämpfe mehr bekommen habe hier in Deutschland. Ich wollte ein bisschen die Zeit genießen, was anders zu machen, trainieren, woanders zu trainieren, anstatt hier in München. Jetzt bin ich wieder da. Was heißt denn keine Kämpfe mehr bekommen? Ja, ich habe leider in letzter Zeit keine Kämpfe mehr bekommen. Keine Gegner mehr. Niemand wollte mich irgendwie oder gegen mich kämpfen. Und jetzt habe ich endlich mal wieder einen Kampf bekommen. Weil du so Angst und Schrecken verbreitest, dabei werde ich ja so erlebt. Der sagt ja auch, das ist der nette Kerl von nebenan, der trägt einem ja die Einkaufstasche hoch. Ja, die haben mich einfach kämpfen gesehen. Die haben gesehen, wie ich im Käfig bin. Und ja, die haben sich ein bisschen zurückgezogen, obwohl es eigentlich unnötig ist, finde ich. Aber wie bist du denn, dass plötzlich keiner mehr antritt? Ja, ich kämpfe einfach. Jeder hat sich für einen Sport entschieden. Also Kampfsport ist halt ein Risiko. Und wenn man sich für einen Sport entscheidet, dann muss man auch tough sein, andere Gegner oder stärkere Leute, gegen stärkere Leute zu kämpfen. Es gibt die einen, die sich trauen, es gibt die anderen, die einen Rückzieher ziehen. Einer, der sich in jedem Fall jetzt traut, ist Sascha Sharma, den du am kommenden Samstag dann in Hamburg dann begegnen wirst im Cage. Was ist er für ein Typ? Ja, ich freue mich auf den Kampf. Der Sascha Sharma ist halt ein sehr erfahrener Mann. Der hat überall auf der Welt fast gekämpft. Ja, ich freue mich, dass er den Kampf angenommen hat und ich habe Bock. Schauen wir mal, wie es wird am Samstag. Was ist er für ein Typ vom Kampfstil her? Du bist ja einer, der sowohl Stand wie Boden kämpft und auch beides gleichermaßen. Es gibt ja aber andere, die bevorzugen eine Sache. Genau, also der Sascha Sharma, der ist mehr bodenlastig. Und ich bin eher ein Allrounder. Ich mache alles, egal ob es im Stand-up ist, egal ob es im Ringen ist, egal ob es im Boden ist. Ich bin überall unterwegs. Und dieses Mal bin ich einfach gespannt, was der machen wird. Welche Bedeutung hat jetzt so ein Kampf? Wenn du sagst, du hast lange keine Möglichkeit gehabt, dich zu zeigen, Kämpfe auszutragen. Mhm. Denn du verfolgst ja auch ein entfernteres Ziel. Was ist das Ziel und was ist jetzt dieser Kampf für ein Schritt dahin? Ja, natürlich ist es ärgerlich, wenn ich jetzt irgendwie eine längere Zeit, wo ich keine Kämpfe mehr bekomme. Es ärgert mich natürlich, weil ich trainiere die ganze Zeit fleißig. Und ja, mein Ziel ist, der Beste zu sein. Und jetzt versuche ich halt die deutsche Rangliste hochzusteigen. Der Beste allein in Deutschland? Bitte nochmal? Der Beste allein in Deutschland? Nee, also ich bin, ja, ich will auf jeden Fall Nummer eins oder die von halt erste, zweite, dritte, egal. Hauptsache steige ich einfach so weit, wie es geht, nach oben und dann schaue ich weiter, dass ich einfach weltweit kämpfe. Und was käme denn nach Deutschland? Ja, ich habe andere Anfragen bekommen, was in Saudi-Arabien zum Beispiel zu kämpfen, aber mein Ziel ist, in die UFC reinzukommen und das wäre dann in die USA. Und das da will ich auf jeden Fall die weltweit hin. Sicherlich bekannteste Serie. Genau. Genau. Die dann so. Nochmal was für dich bedeutet, einfach auch finanziell noch ganz andere Möglichkeiten oder geht es da wirklich um den sportlichen Stellenwert und um die Gegner, die sportlich dann auf dich treffen? Beides. Also es ist immer, sobald du in den besten Liga kämpfst, bekommst du natürlich mehr Geld. Aber mein Ziel ist einfach der Beste zu sein und nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und erstmal da reinzukommen, muss man gut sein und da muss man sich irgendwie halt einen guten Namen haben. Und mein Ziel ist einfach in die UFC reinzukommen, erstmal.
Und dann schaue ich mal, bearbeite ich meine anderen Ziele, die auch kommen werden. Nun bist du ja seit einigen Jahren beim MMA dabei. Genau. Was hat sich verändert? Mittlerweile, es wird MMA übertragen, was lange Zeit in Deutschland nicht möglich war. Jetzt gibt es Übertragungen, sowohl online als auch im TV. Es wird mehr darüber gesprochen. MMA-Kämpfer sind bekannter. Hat sich da was auch in der Wahrnehmung geändert und in der Akzeptanz von MMA-Kämpfern? Ja, durch die Jahre hat sich einfach MMA viel, also einfach entwickelt. Durch die UFC, durch Conor McGregor, durch Khabib, die haben einfach den Sport anders präsentiert. Jetzt, wenn du auf der Straße läufst und sagst, hey, wisst ihr, was MMA ist, dann sagen die, oh ja, Conor McGregor, der Typ mit den Tattoos und alles. Ja, wie gesagt, ist halt der Sport wird halt besser und besser und besser. Und es gibt natürlich immer diese anderen Leute, die irgendwie fragen, hey, was Käfigkampf ist, das gefährliche Sport oder was ist Käfigkampf, was ist MMA? Es ist halt, wenn man sich informiert, dann weiß man auch schon, was genau, was für ein Sport es ist. Aber Fußball ist gefährlicher. Machst du nebenbei, außer im MMA, sozusagen als Ausgleichssport ein paar Sachen, also zum Beispiel Fußball spielen oder so? Wenn ich ehrlich bin, ich versuche halt was anderes zu machen. Irgendwie, ich habe Klavier versucht ein bisschen zu spielen. Ich habe mit den Jungs von 1860 irgendwie habe ich mich versucht zu verabreden, dass wir ein bisschen Fußball spielen zusammen. Ja, es ist halt nicht nur Kampfsport. Also ich interessiere mich für jeden Sportart, nur es muss halt ein bisschen zu mir passen. Wie war das denn damals mit den 60ern? Das war ja nur schon ein bisschen her, dass du quasi eine Trainingsstunde gegeben hast. Genau. Haben die sich gut angestellt und hast vielleicht mal beobachtet, haben die was übernommen in ihre Spiele? Doch, die waren super. Also die haben wirklich gemacht, was ich gesagt habe und ich habe dann auch ganz genau erklärt, was sie machen müssen. Ja, natürlich nicht. In den Spielen können die halt keine, die Fäuste fliegen lassen oder so, können die sowas nicht machen. Aber wir sind beide Leistungssportler, egal ob es jetzt Kampfsportler ist, egal ob es Fußball ist. Wir haben uns einfach gegenseitig ein bisschen unterstützt, wir haben miteinander ein bisschen geratscht. Was den Sport angeht, die wollten einfach wissen, wie das ist, in einem Käfig zu stehen. Ich wollte wissen, wie das ist, vor so vielen Zuschauern zu stehen. Und ja, ist halt eine ganz, also ist eine ganz andere Sache. Nur was Leistungssport angeht, ist, man kann sich immer gegenseitig motivieren. Momo, danke, dass du da warst. Lass nicht wieder so viel Zeit vergehen. Vielleicht dann gleich nach Hamburg oder bevor es dann nach Nordamerika geht. Auf jeden Fall viel Glück dann nachher im Kampf bei der GMC. Vielen Dank.